Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arc Story Modded Extinction. Und wir haben den ersten Gigant Spinosaurus erfolgreich gezähmt und können uns zumindest ein bisschen verteidigen. Und der andere ist immer noch in der Mache. Wir brauchen noch ein bisschen. Ich lasse den bei dir hier stehen. Und ja. Was mache ich? Eine Holzhütte wäre, glaube ich, nicht schlecht. Zumindest mal so ein bisschen Kunststoff. Sammle ich mal ein paar Fasern. Ich bräuchte, glaube ich, nur noch Fasern für einen Sattel für den. Ja, dann sammle ich dir Fasern für einen Sattel. Ich guck nochmal schnell. Leder könnte auch sein, aber das können wir dann gleich auch noch sammeln. Glaube ich, ich weiß nicht, ob ich Leder habe, aber ein bisschen müsste. Ich schob dir das einfach mal hier auf den Boden. Fasern, yep. Und Leder. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Take a look. Oh, bisschen. Wir müssen gleich auf jeden Fall jagen gehen. Mit den beiden. Fasern fehlen noch 55. Ach, der Genio wieder. Jo. Jo, wir brauchen Leder, ne? Ja. Shit, der ist fast tot. Oh, 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 oh. Blut und Schaden. Nein, irgendwas ist da. Oder? Nein, ach Gott. Der hat jetzt auch 43 Leben. Ach, guck mal. Lass mal reingucken. Ja, Chibi und direkt eine Blaupause für den. Hier ist nicht eine Sekunde mal um. Wo kam der jetzt überhaupt her? Der war doch weg. Ja, der kam bestimmt von irgendwie anderer Seite vom Berg oder so. Ich pack dir mal ein paar Sachen rein. Jo. Und skill dir mal ein bisschen Leben, ne? Ja, mach. Hinten ist noch ein Gigantospino. Ich guck mal, Gigantospino. Der ist Level 66. Was ist der Low-Level? Male oder Female? Der ist Male. Okay, dann mache ich mal hier eine Mecho Berry rein. 66 ist besser als 18. Das Weibchen hier ist 42. So. Will ans Wasser was trinken, dann kann ich was basteln. Sind hier natürlicherweise auch so viele Defense Units? Hier tummelt sich viel normalerweise, ja. Okay. Ist nicht mehr im Kopf. Kriegt der kleine Lobby schon mal einen Sattel. Ja gut. Kann man sich auch ein bisschen besser mit dem wehren. Ich gucke mal ganz kurz, was die können. Also so Harvest-technisch. Arc Wild. Arc 2. A, B, C, D, E, F. Gigant Spino. Sammelt Beeren. Gut, das ist ein Pflanzenfresser, das ist jetzt nicht so verwunderlich. Kann sich auf den Platz drehen und gibt 10% weniger Schaden. Wow. Und gibt 95% des erlittenen Schadens zurück an den Angreifer. Das ist nicht wenig. Nein. Ja, die sind richtig gut. Oh, ist ein Explorer Note, die lasse ich mal. Richtung, Moment. Richtung Süden ist ein Tropio. Vorsicht.
War ein Agro, ne? Ja, ich meine schon. Die sind extrem tödlich. In unserem Status zumindest noch. Lassen, glaube ich, auch nicht so schnell ab. Nee, ich glaube nicht. Was fehlt? Holz natürlich. Dann sammle ich jetzt Fasern und dann stelle ich mich einfach an den Biberdamm, dann kann ich craften ohne Ende. Der Biberdamm ist weg. Oh, okay. Das war auch, glaube ich, ein Bug mit dem ganzen Holz da drin. Ich habe das nämlich eigentlich genug Gewicht geskillt gehabt, wollte das alles mitnehmen und es war alles weg. Okay. Natürlich blöd. Aber gut, macht ja Sinn, dass der nicht da sein sollte, weil sind ja auch keine Biber da. Okay. Na, schade. Ich dachte, du steckst fest. Okay. Ich will einen Parasaurus angreifen und kriegt es irgendwie nicht hin. Er folgt mir jetzt einfach nur. Die greifen an. Ja, die Paleos greifen an. Paleos sind, glaube ich, auch deutlich größer. Autsch. Fera? Ja. Wenn du gleich wieder da bist, guck mal in den Gigantspinne oder habe ich was für dich? Okay. So. Das war ein Parasaurus. Ich brauchte ein Hatchet. Ah. Yay, ich könnte einen Fiomea-Sattel machen. Oh ja, wir zählen uns ein Kampfschwein. Das Kampfschwein kann Möhren und ich glaube Kartoffeln sammeln aus Pflanzen. Damit könnte man sich ein Pferd holen. So. Ah, ein Spyglass, danke. Das sind Kristalle. Die habe ich gesehen. Ich habe dreimal drauf geguckt und dachte mir, oh schön, Edelsteine. Bin noch nicht so ganz in der Extinction-Welt angekommen. Habe ich mir gedacht, was brauchen wir dringend? Fernglas, um zu sehen, wie groß die Viecher sind. So, der muss nur noch einmal essen, dann ist der auch soweit. Sehr gut. Laufe ich eigentlich hier so ziellos rum? Hier sind überall Bäume, die ich abholzen wollte.
einmal Foundations. 3 Stück reichen. Und ich baue nur eine 2x3 Base. Reicht ja. Vor allen Dingen für Holz. So, fertig ist er. Direkt ein Ei machen. Baue ich Holz. Baue hier oben schon mal 2 Betten rein. Wo baust du? Da oben auf unter dem grünen Arc. Ah, direkt darunter. Ja. Da sind wir bis auf von der einen Seite, wo man hochgehen kann, eigentlich überall geschützt. Weißt du, dann komme ich mit den Viechern mal hoch, bevor wir hier auf dem Eis schon fertig. Ich habe Mating auf 10 gesetzt, dass man nicht ewig warten muss. Das war. Skorpione lassen auch Fleisch, ich weiß nicht, ob es instant war, aber sehr schnell verfaulen. Ah, okay. Wäre, glaube ich, für den Anfang noch nicht mal so ein Fehler. So, Betten sind gedroppt. Du hast einen Sattel, nice. Ah, nee, du hast den anderen geholt, okay. Ja, ja. Macht Sinn. Der eine war zu voll. Ich pack dich mal hier vorne hin. Okay. Hier wächst ein Busch an einem Baum. Das muss so, das ist arg. Stell dir mal vor, die machen ihr ASA-Projekt fertig und es gäbe keine Bugs mehr. Da wäre ich enttäuscht. Ja, das wär total schrecklich. Was ist denn das für ein Spiel? Das kenne ich gar nicht. Das kann nicht arg sein. Nein. Arm gerade angerannt. Hallo Chompy. Ich habe leider kein Prime Meat für dich. Würde ich sehr gerne zähmen, aber es geht gerade nicht. Tatsächlich gerne zähmen. Hier ist was Primey droppt. Moment. Warte, kleiner Chompy. Door. Window. Und Walls. Mache ich meinen Wooden Club, repariere meinen Bogen und mache mir noch ein paar Pfeile. Gucke ich, dass ich Prime Meat krieg. Vielleicht habe ich ja Glück und kann den Chompy zähmen. Was ist das für ein Vieh? Hey, diese winzig ganz kleinen Dinochen. Ach, ein Kompi. Achso, genau. Alles klar. Jetzt weiß ich. Ja, Kompi. Das ist irgendwas aus irgendeiner Mod, die ich noch nicht kannte. Nein.
Ich hätte Bolas, wenn du eine Bola haben möchtest. Oder zwei. Oh, nee, ich glaube, es geht. Mal gucken, wen ich hier mehr hole. Immer das Megatherium, glaube ich. Oh, das war doof. Warte, ich helfe mit. Warum ist das so stark? Unser Pärchen klärt. Komm schon, Primate, Primate, gib. Ah, scheiße. Dafür bin ich jetzt halb gestorben. Was brauchst du jetzt noch? Primate. Warte mal. Deine Idee? Ich muss mal kurz das ganze Zeug hier in den anderen laden. Ich zähle mal den 66er, den ich angefüttert habe. Achso, ich werde jetzt hier mit ihr quasi einmal irgendwas schlachten gekommen. Ja, ich überlege gerade was, weil hier ist sonst glaube ich nichts mehr im Prime. Hier ist ein Stego. Oh ja, gut. Passt das Level für dich zu besiegen? 12. Ja. Hallo, Stego. Die sehen nur anders aus, sie können nichts. Also. Nichts, was die anderen Stegos nicht sowieso auch können. In welche Richtung ist er denn? Zur Steinmauer, aber da ist auch irgendwas Scharfes. Ah! Und da hinten betteln gerade mehrere Stegos. Ja. Ach, das bist du, ja. Und ich glaube, das arme Vieh ist auch gleich tot. Ich muss weg. Das war eine dumme Idee. Oh, scheiße. Ah, tut mir leid. Wow, fuck! Ah, ja. Habe ich zu spät gesehen. Aber das Megatherium macht jetzt den Stego platt. You've reached. Oh, das Nein! Getan. Ich will kein Intro haben, Mann. Ein scheiß Intro. Drei Primate rausgekriegt. Nice. Hole ich jetzt meine Leiche? Soll ich deine Sachen mitnehmen? Nö, ich bin schon da. Ich kann die gar nicht alle tragen. Oh, ich habe den Kompi auch gerade gehört. Er müsste in unsere Richtung jetzt kommen. Von meiner Richtung aus? Danke. So, Kompi, wo bist du? Mal den Groundklatter hier weg. Dann sehe ich auch auf dem Boden was. Wenn das Spiel mega hässlich aussieht. Oh, das ist ein Archaeopteryx. Oder ein Mikroraptor. Ich glaube. Oh mein Gott. Viech. Lauf! Oh, scheiße. Warum greifst du mich an? Ah, es hat den Kompi gefressen. Oh, ist noch ein Kompi. Level 60. Nein, ja, ihr auch. Gut, gut. Wer Genio deckt, es müsste tot sein gleich.
Der kam auch wieder aus dem Nichts. Ja. Prime, 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 Prime und weggehen. Oh mein Gott, der tötet den Stego. Scheiße. Lock ihn jetzt vom Kompi weg. Okay, er greift die Defense Unit an. Kompi ist gezähmt. Rufe ich jetzt... Okay, ich rufe keinen Kompi, Friends. F, X. E, Kompi, Friends. Okay, die machen nicht so viel Schaden. Ich dachte, die machen mehr. Kann leider nichts machen. Aber ist er nicht. Er greift ein Reh an, vielleicht zieht ihn das ja jetzt weit genug weg. Bist du? Nein. Was ist hier? Ein Stego-Ei, schön. Ich hab die irgendwie gar nicht so aggressiv im Kopf. Er hängt im Baum fest. Ich merke mir den. Ich komme wieder mit dem Stand an den Tages. Fürchte, bist du den Agent Tavis, hast es schon Schluss mit denen. Mal sehen. Challenge accepted. So, ich fütter jetzt hier den Spino. Ganz Spino noch an, soweit wie es geht. Der ist jetzt auf über 50%. Tech Anki. Ja, der Genio deckt, das hängt da hinten in den Bäumen fest. Wenn wir dem nicht zu nahe kommen, haben wir, glaube ich, Glück, dass der uns in Ruhe lässt. Okay. Na, ja, friss schön weiter. Du bist bei dem 66er Giga? Ja, ja. Fütter den gerade noch. Oh. Ah ne, der Genodeck ist... Okay, jetzt ist er frei, scheiße. Nein! Noch zweimal füttern! Aber der geht auf... aufs. Oh. Der rennt weg vor irgendwas, ich weiß aber nicht vor was. Und der geht auf jeden Fall aggro auf... Gigantospinos. Nur kurz zum Wasser. Okay, der ist gerade komplett im Wegrennmodus. Ach, und den Groundklatter wieder an, dann sieht es nicht mehr so hässlich aus. So, komm schon. Komm schon, friss die restlichen Beeren, dass wir dich hier gezähmt haben. Komm! Please! Hier oben ist ein Fiumia. Okay, er hat mich. Oh nein. Lock ihn weg. Renn schön ins Westland, ja. So weit kam ich leider nicht.
Scheiße, der muss noch einmal fressen. Wo rennt er jetzt wieder weg? Läuft da eine Defense Unit an? Sag mal, was ist denn der für ein Level? 48. Krass. Der hat sich jetzt mit einer 66 und 132er Defense Unit angelegt. Ja, der stirbt. Er ist tot. Dann gehe ich da gleich direkt das Leder holen. Ja, hast du eine bessere als eine primitive Hacke? Ich habe aus dem Säbelzahntiger Spitzhacke und aus Metall und so gekriegt. Ah, nice, dann lasse ich dir den liegen. So, Gigantospino gezähmt. Warte, ich setze ihm direkt den Sattel auf, kannst du direkt... 2100 Leben. Schön. Damit kann man arbeiten. Ist ein Weibchen, ne? Ja. Sehr gut, ich habe ja auch gerade ein Weibchen zerstört. Was droppst du da? Hm? Ah, okay, Müll. Dachte, du wolltest mir irgendwas geben oder so. Nee, alles gut. Die sind richtig schnell. Dann mache ich jetzt direkt nochmal ein Ei. Ja, der andere ist, glaube ich, ziemlich voll. Müssen wir vielleicht mal ausräumen. Was? Ah, okay. Ja, dann kannst du sonst gar nicht sagen, er soll mal schnappen. Oh, ich sieh's und ein paar von den Bären raus. Und die kriegen wir ja genug. Mätet ihr dann? Ne, ich bin noch an dem dran. Ich hole mal die ganzen Baumaterialien aus dem raus. Dann, Ich hab das Ei. Ah, Ei hast du schon? Okay. So, mein Chompy, okay. Schade, dass da kein Blutungsschaden macht.